Schon in den 1960er Jahren sind nukleargetriebene U-Boote in der Lage, jederzeit an jedem beliebigen Ort der Welt ein atomares Inferno anzurichten. Jedes der amerikanischen SSBNs ist mit ballistischen Raketen ausgestattet. Die Feuerkraft übertrifft alle, die in sämtlichen Kriegen der Menschheit jemals zum Einsatz kam. Auf vernichtender Mission, die atomaren U-Boot-Flotten der Supermächte im Kalten Krieg. Sowohl die USA als auch die Sowjetunion versuchen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Schwächen ihrer alten U-Boot-Modelle anhand deutscher Techniken und Pläne zu verbessern. Ziel sind nun lange, schnelle und tiefe Tauchfahrten. Am 21. Januar 1955 geht das weltweit erste nukleargetriebene U-Boot vom Stapel, die USS Nautilus. Sie steht gleichzeitig am Anfang der Entwicklung der folgenden SSN-Angriff-U-Boote. Atomargetriebene U-Boote ermöglichen die Sammlung von tiefen Daten der Ozeane und Daten von anders nicht erreichbaren Orten. Sie können theoretisch ewig unter Wasser operieren. So wird die USS Kate am 17. März 1959 das erste U-Boot der Geschichte, das am Nordpol auftaucht. Doch die sowjetische Marine holt zum Gegenschlag aus und hat 1960 die November-Klasse mit der Leninsky-Komsomol fertig entwickelt. Diese Klasse besitzt zwei Reaktoren und ist damit schneller als amerikanische Unterseeboote. In den 1960er Jahren setzen die USA somit verstärkt auf niedrige Geräuschgabe und versuchen ihre U-Boote ab der Los Angeles-Klasse für die russischen unsichtbar zu machen. Gleichzeitig installieren sie ein Netz von Unterwassermikrofonen, das das Beobachten feindlicher Manöver ermöglicht. 1963 sterben 129 Tote beim Verlust der USS Thresher. 1967 läuft die USS Sturgeon vom Stapel. Bei ihr ist ein senkrecht schwenkbares Tiefenruder am Turm angebracht, mit dem sie in der Lage ist, Eis zu brechen. 1968 sinken die USS Scorpion und die russische K-129, die später vom CIA geborgen wird. 1970 geht die russische K-8 nach einem Feuer mit 52 Mann unter. Schon in den 1960er Jahren waren mit der USS George Washington und der sowjetischen Hotel-Klasse die SSBNs, also U-Boote mit ballistischen Raketen, auch Boomer genannt, weiterentwickelt worden und die USA hatten mit den sogenannten 41 for Freedom ihre nukleare Verteidigung vervollständigt, die neben Langstreckenbombern und interkontinentalen Atomraketen aus SSBNs besteht. Der Sowjetunion gelingt schließlich nach der Delta die Typhoon-Klasse, zu der bis heute die weltweit größten U-Boote gehören, den USA die Ohio-Klasse. Auf beiden Seiten werden SSBNs tief in die Ozeane auf Tauchstation geschickt. Sie befinden sich in konstanter Bewaffnung und erreichen jedes Ziel auf dem Globus mit ihren Atomraketen. Im gesamten Kalten Krieg gab es von Seiten der USA allerdings nur einen Testeinsatz einer solchen Rakete im Mai 1962. Die Arktis wird zum Theater militärischer Katz-und-Maus-Spiele, bei denen die Sowjetunion ihre SSBNs unter dem Eis zu verstecken versucht und die USA ihre SSNs folgen lässt. Dabei wird von allen U-Booten das passive Sonar eingesetzt, welches im Gegensatz zum aktiven Sonar nur Schallwellen einfängt. So gelingt es amerikanischen SSNs unbemerkt, Daten von russischen Raketentests und Marineübungen zu sammeln. Hauptsächlich besteht ihre Aufgabe jedoch darin, die SSBNs der Sowjetunion zu beschatten und diese sofort, aber nur dann anzugreifen, wenn sie das Öffnen der Raketenschächte hören. Im Jahr 1986 reist die K-219 vier Besatzungsmitglieder in den Tod und 1989 geht die Komsomolets unter. Insgesamt verlieren die USA zwei U-Boote im Kalten Krieg, die Sowjetunion vier. Auf den russischen Unterseebooten gibt es sehr viele Zwischenfälle wie Feuerausbrüche, aber auch viele Probleme mit Reaktoren. So kann am 4. Juli 1962 an Bord der K-19 nur knapp eine Kernschmelze verhindert werden, indem sich fünf Besatzungsmitglieder in den verstrahlten Bereich begeben, um den einzigen Kühlkreislauf wiederherzustellen.
Dazu berichtet die Zeit in einem Artikel vom August 1999. Die Seeleute wissen, was sie im Maschinenraum erwartet, sie gehen in den Tod. In dem heißen Dampf nehmen sie ihre Schutzmasken ab, um besser sehen zu können. Riesige Mengen radioaktiver Strahlung dringen über die Haut durch die Lungen in sie ein. Als sie herauskamen, erbrachen sie gelben Schaum, berichtet später der Kommandant der Nikolai Satellö, vor meinen Augen begannen sie anzuschwellen. Ihre verstrahlte Haut wurde scharlachrot. Ihre Augen liefen. Ihre Lippen platzten auf. Sie konnten nicht mehr sprechen, sie röchelten. Nach diesem Zwischenfall soll das Boot den Beinamen Hiroshima erhalten haben. Nur 10 Jahre später tritt auf dem nur notdürftig überholten U-Boot Feuer aus. 28 Seeleute verbrennen. Dazu die Zeit. Im Hecktorpedoraum schlossen die Männer das Schott, um sich vor Rauch und Flammen zu retten. Sie verkeilten den Durchlass, weil sie ihn anders gegen die verzweifelten Ausbruchsversuche ihrer todgeweihten Kameraden nicht dicht halten konnten. 28 Seeleute starben. Die 12 im Heckraum mussten 23 Tage lang dort aushalten, das Kondenswasser trinken, das sie mit Putzlappen von den Stahlwänden wischten, bis sie schließlich im Heimathafen herausgeholt wurden. Die Reaktoren versenkter U-Boote bleiben nach Schätzungen noch 100 Jahre dicht, aber nur, wenn sie richtig abgeschaltet worden sind. Letztendlich bleibt die Sowjetunion mit ihren U-Booten immer eine Generation hinter den USA, vor allem in Geräuschtarnung und Sonartechnologie. Mit der frühzeitigen Indienststellung der U-Boote verzichtet sie auf viele Tests, wodurch es auf sowjetischen Unterseebooten zu zahlreichen Zwischenfällen kommt. 1980 besitzt die Sowjetunion 480 U-Boote. Die USA investieren im Kalten Krieg 2 Trillionen Dollar für ihre gesamten nuklearen Streitkräfte, davon rund ein Drittel für die U-Boot-Flotte. Vieles, was sich damals im Verborgenen der Ozeane abspielte, unterliegt bis heute der Geheimhaltung. Doch auf beiden Seiten gibt es Veteranen, die sich nicht mehr daran halten wollen. US-Offiziere etwa enthüllten, dass sich Unterwassereinsätze auch gegen befreundete Nationen richten konnten, wie die geheimen Aktionen in schwedischen Hoheitsgewässern Anfang der 1980er Jahre. Symptomatisch für den Ansehensverlust der Atomflotte ist ein Vorfall vom 21. September 1995. Damals schaltete das Kraftwerk von Kolenergo dem Marinestützpunkt Gebstschewo einfach die Energieversorgung ab. Dessen unbezahlte Stromrechnungen hatten sich auf 4,5 Millionen US-Dollar summiert. Das Marinekommando entsandte eine bewaffnete Einheit, die nach 40 Minuten die Versorgung wiederherstellte und so die Kühlung der Reaktoren in den an der Pier liegenden Booten sicherte.